Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Namenlos. Ja, wir befinden uns hier gerade im Nether mit zwei Ghasts. Danke dafür auf jeden Fall, Minecraft. Ach du Kacke. So, ich versuche die mal schnell ein bisschen down zu kriegen. So, einmal. Und den zweiten sollten wir auch noch schnell wegklatschen können. So, wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn? Hallo, Mr. Ghast? Okay, egal. Nein, nicht egal, wo ist er? Hey, ich sehe halt nicht, wo er ist. Ah, da unten. Ja, in der Lava drin, alles klar. Komm schon. Komm, schieß mich ab. Ja, okay. Aber ich muss sagen, der Nether ist um einiges leichter, wenn man so ein cooles Jetpack hat. Jawohl. Tot. Ha. So. Gut. Wir bauen hier noch ein bisschen Netherquarz ab. Das ist ja eigentlich der Grund, warum wir hier sind. Nicht um Gas zu killen, sondern um uns noch ein bisschen Netherquarz zu beschaffen. Denn wir brauchen das noch für einige Crafting-Rezepte und deswegen holen wir uns das ganz schnell. Keine Sorge, wir sind nicht mehr lange im Nether. Und wir werden jetzt auch sicher nicht so schnell sterben wie die anderen Male, da wir auch unser Jetpack haben und eine relativ gute Rüstung mit diesem Jetpack. Wir könnten uns eigentlich mal die Rüstung machen. Ah, schauen wir mal. Gut. Denn das Quarz brauchen wir auch dafür, um den Alloy-Smelter fertigzustellen. So, zack, schön durchgegraben und jetzt gehen wir zurück. Also ihr seht schon, wir waren wirklich nicht lange hier. Sind schon wieder weg und gehen zurück in unsere normale Welt. Jetzt schaue ich nochmal schnell. Wir haben 25. Das sollte für den Anfang auf jeden Fall reichen. Und wir gehen schnell zurück. In die normale Welt. In die Overworld. Jawohl. So. Zack. Einstweilen möchte ich noch kurz etwas prüfen. Ich bin... Einen Moment bitte. So. Ich möchte nämlich kurz schauen, ob... mein Mikrofon, ja, das schaut gut aus, noch normal klingt, denn wie ihr wisst, hat es ja manchmal die Angewohnheit, auf einmal sich so komisch zu verzerren und darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Gut, wir haben hier einiges wieder zusammenbekommen. Das können wir direkt reinhauen in den Pulverizer. Allerdings geben wir zuerst das bisschen Quarz hier rein. So, ich weiß nicht, wird das direkt eingesaugt von dem Ofen? Da wird eingesaugt. Okay, dann müssen wir das kurz ausschalten. Den Rest tun wir mal hierhin. Passt, passt, passt. Gut, denn wir brauchen das ja für das Industrial Powder. Genau. Hier haben wir es auch schon. Industrial Powder. Zack. Jawohl, haben wir 6 Industrial Powders und das müssen wir jetzt gemeinsam mit unserem Simple Machine Case hier reinlegen. Das wird durch den Alloy-Smelter durchgeschmolzen. Gut, entzweien können wir uns noch um 2 andere Dinge kümmern, nämlich... Na, was wollte ich schnell? Genau, den Alloy-Smelter. Alloy-Smelter, genau, dazu brauchen wir wieder solche Zahnräder hier. Diese hier und den Cauldron brauchen wir auch noch. Aber zuerst machen wir, schauen wir mal, ob wir diese Zahnräder herstellen können. Das sollte ja theoretisch kein Problem sein. Nur dieses Grains of Infinity müssen wir uns neu besorgen. Da wissen wir aber eh noch, wie es geht. Das ist nicht so schwer. Ich würde sagen, wir graben uns da einfach mal straight runter. Ich weiß, das sollte man eigentlich nie machen, aber einmal, wir haben ja auch unser Jetpack. Notfalls fliegen wir einfach wieder hoch. Graben uns da
Straight down bis zum Bedrock. Das kann ja eigentlich nur schief gehen, ja. Toll. Oh, hier haben wir direkt eine Schlucht. Ich wusste gar nicht, dass hier unterirdisch einfach so eine Schlucht herumlungert. Das ist auf jeden Fall nice. Aber wir müssen ja runter zum Bedrock. Deswegen sind wir hier. Und graben uns runter. Ein paar Schichten sind es noch. Graben uns dann da unten ein paar Blöcke frei vom Bedrock. Oh, was ist hier? Eisen. Hallo, Eisen. Okay. Graben uns hier runter. Jawohl. Zack, zack, zack. Da sind wir auch schon beim Bedrock. Jawollo. Buddeln uns das hier ein bisschen frei, damit wir es gut anzünden können. Und zünden unser Bedrock gleich an, nachdem ich diesen Bernstein hier eingesammelt habe. Gut. Zünden wir da hier. Drei Bedrock haben wir freigelegt. Müssen wir warten, bis das ausgeht. Und dann hoffen, dass ein Grains of Infinity rauskommt. Hier haben wir nochmal ein bisschen Bedrock, den wir anzünden können. Nämlich da und da und da. Einmal warten, bis es von alleine ausgeht. Dann kriegen wir vielleicht, da habe ich schon gehört, dieses Pop-up. Das war auf jeden Fall ein Grains of Infinity. Zack. Zwei haben wir schon rausbekommen. Geht ja eigentlich eh ganz hurtig. So. Wäre nett, wenn noch eins rauskommt dabei, bitte. Also ich glaube, wir haben eine 50-prozentige Chance, dass ein Grains of Infinity rauskommt, wenn so ein Feuerchen ausgeht. Jawohl, hier haben wir noch eins. Wir haben schon drei, also es geht wirklich relativ schnell. So, bitte, gebt mir noch eins, bitte, 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 bitte. Da haben wir noch eins, auf jeden Fall. Zack. Da können wir nochmal anzünden, jawohl. Da habe ich nochmal poppen hören. Das ist Malachitohr. Keine Ahnung, was uns das bringt, aber. Gut, 6 Grains of Infinity haben wir mal. Jetzt warten wir nochmal, bis alle Flammen ausgehen. Und dann verduften wir wieder nach oben, hätte ich gesagt. Ah, da habe ich es wieder knallen hören. Da habe ich es auch nochmal knallen hören. Jetzt haben wir 7. Dann müssen wir uns nach oben freigraben. So, darauf warten wir noch mal kurz. Ja, da haben wir noch eins bekommen. Jetzt haben wir wieder 8. Fliegen ganz deutlich nach oben mit unserem Super Jetpack. So, wo bin ich da jetzt eigentlich rausgekommen? Ja gut. Hallo? Bitte. Wo ist mein Loch, dass ich nach oben komme? Wo ist mein Loch, aus dem ich herausgekrochen bin? Da vielleicht irgendwo? Wo war denn das jetzt? Als ob. Hier? Hier? Irgendwo? Nein. Ah, hier. Hier. Komme ich da noch oben? Ne. Ich schalte mal kurz um. Upsi. Auf den Hover-Modus. Ich glaube, da können wir ein bisschen leichter da oben absuchen. Als wenn wir immer nur so hin und her schaukeln. Nein, wo ist denn mein Loch? Parasaurolophus bauen wir jetzt nicht unbedingt. Sind wir hier rausgekommen? Oh, hallo? Oh, shit. So, komm her. Stirb. Haben wir jetzt was bekommen? Ja, ein Blizzrod. Nice. Gut. Aber ich suche immer noch meinen Ausgang. Wo war denn der? Wo bist du, Ausgang? Wo bist du? Was bist du? Oh! Dieses Fossil hätte ich gern. Dieses Fossil hätte ich gern. Oh ja. Dieses Fossil, das werde ich mir aneignen. Aber wenn ich nur wüsste, wo mein Ausgang ist. Aber dieses Gypsum können wir mal schnell abbauen.
So. Zack. Und dann können wir uns ja diese. Achso, ich habe keinen Zuckerrohr dabei. Okay. Müssen wir uns merken, dass hier Mikroraptoren fossile waren. Oder eins zumindest. Wo ist es denn jetzt? Jetzt habe ich es verloren. Oder? Nein, hier ist es. Hier. Zack. Setzen wir hier mal schnell einen neuen Wegpunkt. Mikroraptor. Safe. Gut. Aber unseren Ausgang, den werde ich zwischen den Folgen suchen. Vielleicht grabe ich mich auch einfach nur mit straight hoch. Denn die Folge ist schon wieder vorüber. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ich würde sagen, macht's gut, bis dann und ciao.